Wir fangen an mit ihrer Kindheit und mit die Antwort an die Frage, wie war es für Sie als Kriegskind, Ihr Leben? Ich glaube, dass ich so kurz wie möglich in den Anfang schildere. Er war für mich durch Krieg und Flucht, Bunker, Keller, an Züge hängen, um Lebensmittel auf den Dörfern zu kriegen. Also das war meine Kindheit. Und deswegen kann ich das nicht vergessen. Dann, ich meine, was nützt es, wenn ich Ihnen jetzt die ganze Bunker-, Bombardiererei und so weiter Geschichte erzähle. Wir haben es heute im Fernsehen überall, aber es war zu unserer Zeit noch schlimmer, wie Sie das heute zeigen. Deswegen kann ich nur das Radio ausmachen. Ich kann es nicht hören und nicht sehen. Ja, und dann... Wir können ein bisschen... Es gab keinen Abend oder Nacht ohne Fliegeralarm. Und ich war mit 6 Geschwistern, älteste Mädchen, hatte dann natürlich immer meine Aufgabe, es hing alles bereit, die Familientasche mit Papiere und so weiter. Meine Mutter hatte 2 Babys auf dem Arm, ich hatte an jeder Hand ein Kind und mein größerer Bruder musste für den Kleinen noch sorgen. Weil wir wohnten, mein Vater war bei der Post beschäftigt und deswegen wohnten wir in einer Postsiedlung. Und hinter unserer Siedlung waren sofort so die Berge, wo die Bunker alle reingebaut waren. Das musste damals, hieß das, der Volkssturm. Das waren die Leute, die nicht zum Militär brauchten, aus irgendwelchen Gründen. Und die waren beim Volkssturm und mussten eben bei uns alles machen, standen vor dem Bunker und warteten auf Fliegeralarm, je nachdem, erste Stufe, zweite Stufe, je nachdem, wie die Sirenen heulten. Ja, das war meine Jugend. Und ich war die älteste Tochter. Wie alt waren Sie, wenn diese ganzen Bombengeschichten geschehen sind? Wir kannten es gar nicht mehr anders. Genau. Wie alt waren Sie? Wie alt war ich? Ich bin 29 geboren. Genau, so. Ne? 10 Jahre, ja. 11. Ja, ja, genau. In dem Alter. Mhm. Ja, und so, das war meine Jugend. Das Schlimmste kam ja dann erst, wo wir im Radio, wir kriegten alle, jede Familie kriegte einen Volksempfänger. So viel Geld hatten wir gar nicht, dass wir ein Radio uns erlauben konnten. Aber Hitler hatte das so eingerichtet, also dass alle Familien einen Volksempfänger. Das war so ein Apparat, ne? Also nicht zu groß, aber da konnten wir alle Nachrichten und alles drauf verfolgen. Und wir konnten auch verfolgen, feindliche Flieger sind jetzt über England, kommen aber über Frankreich rein und so weiter. Und dann wussten wir schon, dann hatten wir unsere Taschen und alles in der Hand. Meine Mutter hatte die 2 Jüngsten auf dem Arm und ich hatte 2 an der Hand von meinen Schwestern. Ja, und dann lief ich schon vor in den Bunker. Also hinter unseren Häusern war so ein kleiner Berg und da hatte der Volkssturm, sagte man damals zu den Leuten, die nicht direkt zum Militär brauchten, ja, das waren die Volkssturmleute,
die mussten Bunkers und sowas alles machen. Ja, und dann rein in den Bunker. Ich musste doch sofort dafür sorgen, dass wenn Mutter mit den kleinen Kindern auf den Arm kam, dass sie einen Platz kriegte. Ne? Es waren Steine aufgemacht und ein Brett draufgelegt, damit sie sitzen konnte. Es waren ja nur schmale Gänge, die in den Berg reingingen. Ja, und da saßen wir und warteten. Ne? Und von draußen kriegten wir dann immer Bescheid, oh ja, Fliegeralarm, wir hören sie, sie fliegen und, ja. Also, ach Gott, ich erinnere mich nicht mehr sehr gerne dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine schlimme Zeit. Bis dass die Sirenen dann wieder heulten, also dann waren sie auf dem Weg meist nach Berlin, ja, weil ich wohnte in Bochum, mitten im Industriegebiet. Ja, und das war meine Jugend. Und die Kinder wie Sie sollten auch ein bisschen Training, ein bisschen Instruktion ja, machen? Ja, die Kinder in meinem Alter, sobald du 9 Jahre warst, dann musstest du jeden Samstag, das war Pflicht, in den BDM. Die Jungs waren in der HJ, das war für Jungs, und die Mädchen BDM. Ja, und das kannten wir nicht anders. Wir mussten pünktlich sein. Meine Mutter auch musste auf meine Haushaltshilfe, Putzhilfe, Ordnung machen in der Küche und so weiter. Des Samstags, ich war die Älteste, ja, musste sie drauf verzichten. Und dann, ja, gab es nichts anders. Schön der Reihe nach. Füße zusammen, alles mussten wir lernen, rechten Arm hoch und er musste immer eine bestimmte Linie haben, ja? Er durfte nicht so, er durfte nicht so, also das musste alles genau passen. Da musste die BDM-Führerin, die waren dafür ausgebildet, drauf achten. Ja, das war eine Jugend, wir kannten es nicht anders, wir mussten. Und dann wurde gesungen. Und dann wurde schon sofort gesagt, oh, es war eine Sondermeldung im Radio, heil dir dem Siegerkranz, ne? Ja, und solche Lieder. Und dann ging es wieder, BDM zu Ende war. BDM ist für Mädchen und HJ für die Jungs. Ne? Ja, ging es heim, die Mutter wartete. Und dann war das Schlimmste, wenn nachts Fliegeralarm kam, ne? Ging das wieder los. Ja, das war meine Jugend. Was soll ich Ihnen da weiter zu erzählen? Aber es war schon hart. Ja, und das kam, wir wohnten in Bochum. Der Krieg, der führte so weit, wo dann nach Russland mein ältester Bruder, der war im Werk, Bochumer Verein hieß das, und der musste schon mit 16, 17 wurde der schon eingezogen zu den Soldaten. Ne? Die wurden dazu gedrungen, freiwillig und was weiß ich. Mein Vater war damals sehr entsetzt, aber ja, das war das Leben, es ging nicht anders. Ja, und dann habe ich alles eben schon erlebt. Mein Bruder ist schon mit 17 in Russland gefallen. Wir kriegten auf einmal Bescheid, ja, die sind abgezogen. Die sitzen im Zug nach Polen erst rüber und mussten dann bis kurz vor Moskau, weil da unsere Soldaten waren schon und da mussten sie den Rückzug decken, ne? Die Jungs, ja, waren noch gar nicht richtig ausgebildet, nix, hatten aber Uniform an. Ja, und dann kriegten wir auf, das war dann das Schlimmste, kriegten keine Post und gar nichts und bis auf einmal, kann ich nie vergessen, das Telefon ging, ja, und wollten sie die Mutter am Telefon haben, wurde Bescheid gesagt, dass der Sohn gefallen ist.
Meine Güte. Die Bilder habe ich heute noch vor mir, wie sie beim Telefon zusammenbricht. Das war schlimm. Tja, aber das war's. Und so ging's, so war der erste. Und so kam der zweite Bruder weg, so dass wir nur noch fünf Mädchen waren. Ne? Ja, und ich war die Älteste. Meine Mutter, die konnte nicht und so weiter. Ich habe Zuckersäcke haben wir aufgewickelt und haben davon gestrickt und gemacht, weil der Krieg, der machte so, also man kriegt, konnte auch nichts mehr kaufen. Ja. Und das waren meine Kriegserlebnisse. Und wo der Krieg dann zu Ende war, das ist alles eine Geschichte, die unsere Schulen wurden alle evakuiert nach Küstrin, oben in, an der polnischen Grenze. Und dann sagte mein Patenonkel, der in Warburg die Brauerei hatte, das hiftet nicht, das mäken Kuh mit Heihühne. Das ist Plattdeutsch, ne? Also er war mein Patenonkel und er sagt, nein, die geht nicht mit weg, die kommt hier hin. Ja, und so bin ich in Borgentreich gewesen und habe da dann den Krieg weiter mitgemacht, wie die Russen, wo ich den ersten schwarzen Mann erlebt habe. Ja, weil die haben unser Dorf in Flammen geschossen, weil der Volkssturm die Panzer angegriffen hatten und da war es aus. Das ganze Dorf hat gebrannt. Ja, und dann, Lore, 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 rief mein Onkel nur, komm hey, komm hey. Ein Pferd hatten sie getroffen, das war tot. Und das andere zu drauf und ab, raus aufs Feld, weg, damit denen nicht auch noch was. Unsere ganzen Häuser brannten, das ganze Dorf brannte. Ja, das sind alles so Sachen, die ich diesbezüglich mitgekriegt habe. Und dann sind zwei Bücher über Artemisia geschrieben. Ja, ja. Ja, ja, weil die Krebskrankheit, ja, weil die Pharmaindustrie braucht die Pflanze, nur die Blätter, nichts anderes und macht davon, zieht da nur das Artemisiin raus und macht da das teure Medikament für die Krebsbehandlung. Ne? Und deswegen wird es gestoppt für die Öffentlichkeit, was Unrecht ist. Ne? Und deswegen ist es, ich sage immer, es ist wie ein Wunder. Ich habe ja dann angefangen, da war ich dann aber auch schon 75, und wo ich die Pflanze kennengelernt habe, ein Märchen wird wahr. Nämlich, man weiß es schon von vor 2000 Jahren, da hieß es nur immer die Fieberpflanze, nicht mehr, ja? Bis dass man so weit kam und der Fieberpflanze den Nobel-Nobelpreis der Medizin sogar gab. Aber es wurde immer noch runtergedrückt, weil die Pharmaindustrie die Blätter braucht, um ihr Krebsmedikament daraus zu machen, was sehr, sehr teuer ist. Malaria-Medikament und Krebs auch? Krebs ist das Wichtigste. Malaria-Medikament, da haben sie sich ja wieder vertan, ne? Weil sie bilden sich ein, nur die Blätter. Ist es Unsinn? Nämlich die Ganzheit der Pflanze ist das A und O.
Ich meine, ich habe in den ganzen Jahren es ausprobiert. Erstens mal mit unseren 100 Kindern. Wir kannten kein Malaria mehr in unserem Behindertenzentrum. Es war selbstverständlich, dass die Jugend ihren Tee morgens trank. Das gehörte mit zum Leben. Und somithin gab es diese ganzen Übertragungen gar nicht. Ja? Ja, das ist dann der Erfolg des Wunders. Und dann habe ich ja angefangen zu schreiben. Ne? Ein Märchen wird wahr. Artemisia Annua. Die Wiederentdeckung der Lebensenergie. Ja? Das war dann das Erste, weil ich gedacht habe, das geht nicht. Die Menschen müssen informiert werden und selbst mitdenken, was die Natur uns alles bietet. Ja? Ja, sehen Sie, und dann, weil Krebs immer im Vordergrund steht, habe ich dann extra noch mal eins geschrieben, für die, die vorwiegend sich mit ihrer Krebskrankheit befassen. Und es ist heute noch wichtiger wie zu der Zeit. Es ist übergreifend, ja, und wir brauchen diese ganze Chemo-Geschichte nicht. Ja, aber die bringt ja der Pharma Geld. Hilfe zur Selbsthilfe. Aber man muss auch was tun. Also in den Schoß gelegt kriegt man es nicht. Ist ja klar. Ne? Das große Geschenk der Natur, die Pflanze der Hoffnung, ja. Sie ist uns vor 2000 Jahren schon in den Schoß gelegt und wir haben es nicht beachtet, weil wir eben ja auf den Mammus warten, den auszunutzen. Aber es braucht nicht sein. Sehen Sie, ich lebe zum Beispiel nur von Artemisia Annua, seitdem ich das weiß. Und jeder fragt, es ist so. Ne? Trotzdem ich Gicht und dies alles habe, ne? Es behindert mich wohl, aber ich kann alles machen. Ne? Und man kann Salben davon machen, man kann Tinkturen davon machen. Es ist so viel, was uns unsere Gesundheit hilft. Ich habe Bücher darüber geschrieben und auch meine Blog. Ja, den Blog. Ja. Da, wenn man den anmacht, dann wird auch nochmal alles genau erklärt. Und jeder kann Hilfe zur Selbsthilfe für sich anwenden. Und das ist doch schon ein großer Erfolg. Aber man muss es vom Kopf her auch wollen. Es ist ja mit Arbeit verbunden. Aber es ist Arbeit, die Freude macht. Und Gesundheit besorgt. Ja. Ja, so sieht es aus. Sehen Sie, und so ist dann das kleine Dingelchen, ne? Und das ist dann, es wird 2 bis 2 Meter, je nachdem, wie die Bodenbeschaffenheit ist, ne? Und wie das Wetter gerade mitspielt, weil sie braucht auch immer Flüssigkeit von unten, ne? Ja, und deswegen kann man nur jeden wünschen, tut was für eure Gesundheit. Dafür gibt es Artemisia Annua, die Pflanze der Hoffnung. Alles klar? Und jetzt wissen Sie, wie das Leben für mich begonnen hat. Und wie es jetzt endet. Jetzt bin ich
95. Und Artemisia Frau. Und Artemisia Frau, ja. Das ist es. Nein, nein. Und auch meine Gelenke und so, wenn es sehr zwickt und so weiter. Ja, dick mit Artemisia Salbe eincremen. Und das ist in Burundi, die sind da so perfekt drin. Also, dass wir da gar keine Probleme haben. Und das Schönste ist noch, also das Bild müsste ich Ihnen, das muss ich mal extra raussuchen. Die Arbeiter in Burundi, die gehen aufs Feld und essen ihr Artemisia. Also sie können es sich auch so vom Strauch jeden Tag frisch essen. Brauchen gar keinen Tee kochen. Das geht auch. Ein Wunder der Natur. Ja. Und Sie sind auch eine sehr starke Frau, die unterstützt diese ganze, ja, ne? Dieses Projekt. Dass je mehr Menschen mit Artemisia zusammen eben diese arbeiten. Ja, vor allen Dingen selbst AIDS. Wenn Sie es richtig einnehmen, ja, verwenden, geht auch Ihre AIDS-Krankheit nicht weiter. Ja. Das Mädchen für alles. Kinder der Natur. So. Vielen Dank. Ja. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ja, auch teilweise traurig, aber ich glaube, wir brauchen alles so wir brauchen zusammen so. Zu ja, fassen, ja. Und von dieser ganzen Traurigkeit, diese Hoffnung beizubehalten, eben weiterzugehen. Die Hoffnung, also dass wir auch stark sein können. Genau. Ne? Und selbstbewusst. Diese ganzen Probleme, die in der Welt auf uns zukommen. Gucken wir, brauchen uns doch bloß jetzt umgucken, ne? Damit fertig zu werden, ne? Ja. Ist doch schon ein großer Erfolg. Und diese Verantwortung für meine eigene Gesundheit, für mein eigenes Wohlfühl. Natürlich. Auch wenn ich jetzt Kinder habe, ja? Und ach, Mama, ich bin ein bisschen, ne? Ja, komm mal her. Wenn sie so nicht gerne nehmen, dann in Kapseln rein, Schluss, dann merken sie es gar nicht, ne? Weil, also ich meine, ich spüre den bitteren Geschmack überhaupt nicht, gar nicht, ne? Und vor allen Dingen, also was ich rausgefunden habe, auch in der Zeit jetzt, wo es mein altes Knochengestell, ja, mich schon also manchmal sehr stört, dass ich denke, das gibt es nicht. Nimmst mal Artemisia ein bisschen mehr. Nimmst mal die Blüten, ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur Blütentee und nichts anderes. Und stelle fest, was ich überhaupt nicht mehr konnte, ja? Ja? Ja, ja? Hier, und das wurde jeden Abend so dick. Wird ordentlich mit Artemisia-Salbe eingecremt, hier auch. Ja, dann schlafe ich. Das alte Knochengestell, ja. Alt ist, ja. Es ist alt. Und dass das eben manchmal behindert ist, ist ja normal.
aber es ist nicht so, dass es mich umhaut. Ich denke bloß manchmal, Gott nochmal, ja, ne. Und wenn ich nur schon an meinen Mann denke, also in dem Heim, die haben immer gesagt, weil er nie, du hast ihn ja noch nie gestöhnt oder geklagt hat oder irgendwie, dass ihm irgendwas wehtut. Er nahm morgens seine 2 Kapseln Artemisia und abends. Und weil ich so dahinter war, die Belegschaft, die wusste ganz genau, das muss er und das muss er. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, er ist ohne Schmerzen eingeschlafen. Ja, wenn ich da so dran denke, dann denke ich ja, ich hoffe, dass es mir auch so geht. Jeder von uns kann nur sich wünschen, dass er gesund stirbt. Eben. Also, dass wir mit unseren Wehwehchens, also abends ins Bett gehen und morgens da oben irgendwo sind. Wir wissen es nicht. Wir hoffen es. Ne? Das ist genau. Nein, nein. Es ist genauso gut bei meinem Rücken, mein Kreuz. Ne? Das habe ich ja schon, deswegen bin ich ja schon in Frührente auch gegangen. Das hält mich nicht mehr gerade. Ja, dann haben sie mir, das finde ich sogar gut, okay, habe ich so ein ganzes Korsett gekriegt, ne? Mit hinten, mit so einer Stange drin und so. Ja, ist gut. Also das hält mich gerade. Aber ich brauchte immer jemanden, der mich anzieht und. Und das ist das, was ich hasse. Ja. Deswegen, er kennt's ja. Das habe ich schön im Schrank jetzt hängen. Und sage immer, ja, da hängt mein Rücken, mein gerader Rücken. Und Sie trinken Artemisia weiter. Das sowieso. Lieber. Aber der, das, Baroni, meine Hausärztin, die Frau Fette, hat auch gesagt, ja, es ist nichts dran, es ist eben, wenn man älter wird, dann, ich will nicht sagen, schmilzen die Knochen, aber die, auch die Knochen haben irgendwie eine Knochenenergie in sich, eine Kraft, ne? Ja, und die lässt eben nach. Ne? Aber die ist, ja. Noch kann ich so und so mich bewegen.